Hey Leute, weiter geht's mit unserem USA-Roadtrip und wir machen hier noch lecker Frühstück im Hilton Hotel und da hat der Bacon uns die ganze Bude voll genebelt. Naja, wir treten hier langsam die Rückreise an. Wir wollen nämlich von Las Vegas rüber nach Washington D.C., wo unser Rückflug startet. Wir sind noch ein Stückchen die Route 66 lang gefahren. Das hatten wir in den Videos zuvor aber auch schon gezeigt und gesagt. Dann hatten wir ja einen richtig coolen Lunch bei Taco Bell. Die sind recht günstig gewesen. Die hatten voll viel Auswahl. Das hat uns sehr gut gefallen. Dann ist uns irgendwo in New Mexico das Kennzeichen vom Mietwagen weggeflogen. In unserem Podcast erzählen wir ein bisschen mehr darüber. Naja, wir sind dann im Motel angekommen und das war wirklich ein absolutes, ekelhaftes Drecksloch. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach nur dreckig herunter. Untergekommen, hellhörig und überall vor den Türen, ja, waren halt sehr viele Obdachlose und halt auch einige, ja, Leute, die Probleme mit Drogen hatten. Die haben vor der Eingangstür geschlafen. Hier sind auch Warnungen, dass man die Tür auf jeden Fall abschließen soll. In der Nacht habe ich dann die ganze Zeit Schritte hin und her laufen gehört im Zimmer über mir. Ja, ich habe den Mietwagen dann getauscht am naheliegenden Flughafen. Dann haben wir halt noch ja, diesen schwarzen Kia dafür bekommen. Ich habe das Kennzeichen getestet. Die sind ja da nur mit zwei Schrauben irgendwie festgemacht, aber das war jetzt in Ordnung. Hier vor der Abreise haben wir dann noch so einen letzten Wischtest gemacht, sind einmal über den Boden gegangen und es war einfach nur ekelhaft, Leute, wirklich. Wir sind froh, dass wir dann weiter konnten, haben dann hier und da noch ja, die Räume fotografiert im Motel, um halt auch noch zu zeigen, dass da halt wirklich nicht auf Sauberkeit geachtet wird. Naja, wir haben dann erst an einer Raststätte gefrühstückt, denn die Raststätten in den USA sind wirklich tipptopp und super sauber. Das hat uns sehr gut gefallen. Ja, und dann sind wir in Texas angekommen. Hier wird ein Truck von einem Wohnmobil gezogen, verrückte Welt. Und dann haben wir hier noch so einen schiefen Turm von Texas fotografiert. Und dann haben wir auf der alten Route 66 ja noch so eine verlassene Tankstelle gefunden. Beziehungsweise Danny hat diesen ja, Spot dann mal wieder ausfindig gemacht, übers Internet, über Google Maps. War mega cool zu sehen. Die ist schon seit längerem verlassen. Ich glaube seit den 30er Jahren oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war mega cool. Richtig schöner Lost Place, konnten wir tolle Fotos machen. Ja, weiter ging es nach Oklahoma City. Ja, hier hatten wir jetzt ein Hotel, eine Unterkunft, die ja ganz okay war, nichts Besonderes, nicht sonderlich sauber oder einladend, aber halt wirklich ja okay für eine Nacht. Ich zeige euch nochmal hier das Zimmer. Das Problem ist, dass ja auf den Videos teilweise ja, das manchmal gar nicht so richtig zu sehen ist, wenn jetzt irgendwie was unangenehm dreckig ist oder so. Aber hier war es jetzt okay. Also in den USA haben wir schon jetzt wirklich alles erlebt, von den letzten Dreckslöchern bis hin zu ja, mittelmäßigen Hotels, aber auch richtig, richtig schöne Unterkünfte gehabt. Wir sind dann weiter zu einem Buffet gefahren, was recht günstig war. Hier hatte man wieder sehr viel Auswahl. Das Buffet in Las Vegas hat uns ja mega umgehauen. Das war jetzt auch ein amerikanisches Buffet, ja, mit allerlei Möglichkeiten. Hat uns sehr gut gefallen. Hier gab es noch einen Counter, der die Facebook-Likes zählte. Hier ist noch der verlassene kalte Pool vom Hotel, aber für uns hieß es halt weiter, weiter. Wir sind halt 3 Tage Richtung Ostküste gefahren. Hier hatten wir noch mal ein Frühstück. Danny ist auch noch mal gefahren. Wir sind in Arkansas vorbeigekommen, in Louisiana, haben ein paar Geocaches noch gesammelt. Also wirklich, wir sind hauptsächlich nur gefahren und mussten eine ordentliche Strecke zurücklegen. Mississippi haben wir auch noch auf dem Weg mitgenommen und dann sind wir im Rolling Fork angekommen. Das ist jetzt wirklich ein Motel gewesen, irgendwo in der Walachei. Wir waren, glaube ich, fast die einzigen Gäste, beziehungsweise waren noch 2 Zimmer weiter auch noch ein Pärchen oder so, die da waren, die sich dann in der Nacht gestritten haben. Also eigentlich war es da mega schön, mega ruhig. Die scheinen da umzubauen, wollen sich was aufbauen. Die Besitzer waren noch mega nett. Aber abends kam dann die Polizei und wir hatten dann wirklich keine Lust mehr. Naja, es geht weiter, Leute. Bleibt dran.